Moin und was geht ab da draußen? Wir wollen euch heute mal in diesem Video 6 geile Dekore einfach zeigen. Unterschiedliche Herrenhersteller haben uns ausgesucht, damit ihr auch mal seht, was wir für krasses, geiles Zeug im Programm haben. Viel Spaß! Anfangen tun wir mit den DMD 75 und zwar haben wir uns die Dekorvariante Savage ausgesucht. Nee, Quatsch, Savage heißt er. Ja, back to the 70s. Die Designer haben sich dann mal in die 70er Jahre zurückkatapultiert. Bevor ihr jetzt gleich... Ich wollte rumheulen sagen. Tue ich aber nicht. Ich gehe jetzt nicht in diesem Video auf diese Specs ein von diesen Helmen. Also es ist keine ausführliche Review von den einzelnen Produkten. Wir wollen euch einfach mal zeigen, welche geilen Designs wir im Programm haben. So, also DMD 75 Savage heißt er. In einem richtig geilen, keine Ahnung, Yakuza-Design. Ich finde die Helmschale auch sehr, sehr geil. Ein paar Sachen sage ich, 1200 Gramm wiegt er. Sieht einfach geil aus, wenn du da eine Motocross-Brille zuträgst oder eine ganz normale Sonnenbrille einfach auf hast. Ist ein geiles Ding für Coffee Racer oder whatever, was ihr euch da unter den Hintern zaubert mit. Ist ganz cool geworden. Gibt's auch in noch einen anderen Dekor. Sailor heißt das. Ist so grau, dezent gehalten und natürlich auch in schlichten Farben. Checkt's mal ab. Unten in der Beschreibung findet ihr wie immer die Links. So, nächstes Ding. AGV K3 SV. Ja, wollten wir euch auch mal zeigen, hat ein geiles Preis-Leistungs-Verhältnis, gibt es in vielen Designs, auch in einem Valentino Rossi-Design zum Beispiel. Der heißt Birdie, glaube ich, ist so ein bisschen Woody Woodpecker-Style. Hat eine Sonnenblende verbaut, aber wie gesagt, schaut euch unten die Specs einfach in der Beschreibung an. Wollten wir euch auch zeigen, finden wir echt witzig und ja, das dazu. Nächster Helm. So, das nächste geile Ding, was wir euch zeigen wollen, bah, Sonnenbrillen aufsetzen. Fox V1 in einer richtig ballernden orangenen Farbe. Puh, geiles Ding. Den gibt es in 6 verschiedenen Designs, 4 verschiedene Außenschalen gibt es mit dem bekannten Fox Magnetic Verschluss, Doppel-D etc. pp. Ist einfach ein geiles Ding. Die krasseste Farbe haben wir uns natürlich für euch ausgesucht und das Ding, ich hoffe, es kommt so gut rüber. Also macht eure Helligkeit beim Bildschirm richtig volles Programm an. Das Ding knallt volles Programm. Sehr, sehr geil. Mussten wir euch zeigen. Ah, ja. Nolan N53, wollten wir euch auch mal zeigen, weitere Cross-Mütze, die wir im Programm haben mit einem richtig neuen Design. Sieht auch sehr geil aus. Besonderheit bei diesen Helmen ist die Außenschale, die geht unten so ein bisschen weiter weg und ist relativ breit, so ein bisschen untypisch für Motocross-Helme, aber sehr geil. Vom Design fetzt auch auf jeden Fall, schön blau mit Orange innen drin, auch mit schönen Ziernähten in neonballernd gelb. Also auch ein sehr, sehr fettes, geiles Ding. Bam! Yo, nächster im Bunde, Scorpion R1 Infini. Wir haben zwar auch schon ein Video darüber gemacht, aber das Design knallt natürlich richtig. Ist ein schöner Racer. Alle, die Bock auf sowas haben, ihr seid mit dem echt gut am Start. Exo R1, unbedingt mal abchecken. Geiles Ding. Ach so! Im Lieferumfang ist natürlich auch dieses schwarze Visier hier verbaut. Quatsch, enthalten. Alter, wie viel Versprecher, ne? Ist der Hammer. Egal, nächster Helm. Shark Squall Noxus. Ja, und wie ihr schon gesehen habt, das Ding ist richtig geil am Blinken im Oberkopfbereich. Hier in dem Bereich haben wir euch auch schon mal gezeigt, auf jeden Fall. Aber die Designs ballern auch da ordentlich. Gibt es in ganz, ganz vielen anderen Designs auch noch. Einfach mal abchecken, unten die Links. Und ja, geiles Preis-Leistungs-Verhältnis. Sonnenblende hat er, wie gesagt, auf die Specs gehe ich jetzt nicht so genau drauf ein. Wollten wir euch auch unbedingt mal zeigen. Generell ist zu sagen, die meistverkaufteste Farbe bei uns ist matt schwarz. Ihr könnt euch, ich feiere auch matt schwarz, sieht auch geil aus, aber von der Sicherheit her ist natürlich so ein bunter Helm und gerade so einer, der hier richtig schön am Leuchten ist, natürlich noch viel, viel, ja, sicherer möchte ich nicht sagen, aber ihr werdet einfach besser im Straßenverkehr wahrgenommen. Also einfach mal drüber nachdenken. So, das war's auch schon, wir kommen zum Ende des Videos und danke für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns wie immer nächste Woche Dienstag im nächsten Video. Haut rein.